Ja, schönen Abend zu unserer neuen Motorlounge im neuen Jahr. Wir, das sind Dirk Spaniel und Holger Douglas. Und unser Thema ist heute Verkehrssicherheit. The two cars collide in an explosion of metal, glass and plastics. Where the Malibu crumple zone absorbs much of the crash forces ahead of the windshield, the Bel Air structure allows the lighter car to compress the passenger compartment. The impact is made worse for the Bel Air driver by the lack of airbags, head restraint, and even a seat belt. As a result, injuries to the neck, chest, and both legs would be likely. Consequently, the Bel Air receives a poor rating across the board. On the other hand, the modern Malibu provides good protection, with the dummy movement being well controlled. Measures indicate a low risk to most body regions, though a foot injury would be possible. Beyond the safety gear, advancements in vehicle engineering give the Malibu a clear advantage in this matchup. While classic cars are often considered to be rock solid, this 59 demonstrates how much better today's cars are. And the IHS has played a key role in driving these advancements. In the past 50 years, the Institute has made a real impact. The roads today are safer for it. Eindrucksvolle Bilder von einem Frontalcrash, wenn zwei Autos aufeinanderprallen, hier dargestellt von dem amerikanischen Consumer Report. Das ist eine 50-50 Überdeckung, ein Aufprall mit 50-50 Überdeckung, eigentlich so ziemlich der Worst Case, den sich Autoingenieure ausfallen. Früher hätte man den ja überhaupt nicht überleben können. Ja, und das ist ja das Schöne an dem Video, das wollten wir hier auch mal zeigen. Das ist ein altes Auto, ein richtiger Straßenkreuzer und ein modernes Auto. Und da sieht man einfach, was sich in den letzten 40-50 Jahren an der Entwicklung der passiven Sicherheit, so heißt es ja, passive Sicherheit im Sinne von, das Auto versucht nicht mehr den Unfall zu verhindern, sondern das Auto hat jetzt festgestellt, wir sind in dem Unfall drin und jetzt versucht es den Fahrer und die Passagiere in dem Auto maximal zu schützen. Und das, was wir da gesehen haben, das ist jetzt ganz jüngst aufgenommen worden in die Zulassungsverfahren. Das heißt, heute muss ein Autohersteller solche Tests, nicht genau den, aber so ähnliche Tests bestehen und muss auch dokumentieren, dass er die mit seinem Auto gemacht hat. Und das ist jetzt, wie gesagt, eine ganz neue gesetzliche Vorschrift. Und dass auch die Menschen, die Insassen, das überleben. Früher hätten die das ja nicht überleben können. Nee. Und das ist etwas, ja, das hat einerseits das Autofahren sicherer gemacht. Wir kommen aber gleich, denke ich mal, auch nochmal dazu. Es ist natürlich auch nicht ganz spurlos vorbeigegangen an dem Gewicht von Autos und ist auch nicht vorbeigegangen an den Kosten, die heute ein Auto verursacht. Wie viel wiegt denn etwa so eine Sicherheitstechnik, die da eingebaut ist? Also dazu gehören ja die Airbags, aber die müssen ja irgendwo aufgehängt werden, Sicherheitsgurte, eine ganze Pyrotechnik, um die sich jeder Feuerwerker beneiden würde, ist ja da drinnen verbaut. Ja, das ist richtig, das ist eine ganze Menge. Das sind die Rückhaltesysteme, die Gurte. Und wenn ich den Gurt an so ein dünnes Blechle dran mache, ja, dann reißt es natürlich sofort auf. Das heißt, hinter diesem Gurt ist es alles natürlich verstärkt und oben, unten, überall hinter den Airbags und natürlich auch das Auto wird dadurch schwerer und damit, weil das Auto schwerer wird, muss ich das Auto, die Knautschzone dieses Autos noch weiter verstärken. Also wir reden davon, dass bei so einem Auto so 300 Kilogramm können auf diese Technik hier entfallen, also in Summe, ja, also Airbags, Gurte, Verstärkungsmaßnahmen, so 300 Kilogramm. Die ja alle noch mit transportiert, beschleunigt und wieder abgebremst genau werden müssen. Und Spritkosten, das sind ja alles gesetzliche Vorschriften. Genau, und deshalb kann auch ein Auto nicht unbegrenzt leichter werden. Das ist auch, weil immer der Punkt kommt, oder mache ich das alles in Kohlefaser. Und, ja. Also das wird dann nicht so ganz ultra leicht, sondern da sind diese ganzen Airbag-Systeme ja dann noch drin, wenn man die will. Und ich denke mal, da sind wir uns einig, das ist etwas sehr Sinnvolles. Das wollen wir bis zum gewissen Grad auch zukünftig beibehalten. Also ich würde nicht mehr darauf verzichten wollen. Vor allem heute ist das automatisch, dass man sich den Sicherheitsgurt anschnallt. Das war vor 30, 40 Jahren noch eine Gewöhnungssache. Was? Ich schnalle mich nicht an. Und ich erinnere mich, Sie waren bei Mercedes früher, da gab es Tests, die ersten Crashtests. Da haben Ingenieure gesagt, ich setze mich so rein und kann die Kräfte am Lenkrad abhalten. Ich stemme mich dagegen ab.
Der hat das nicht gut geschafft. Ja, weiß ich nicht, den kenne ich nicht, der das geschafft hat. ich gehe davon aus und ich hab ja in dem Bereich aktive Sicherheit gearbeitet und auch da einige Realunfälle erlebt und muss sagen, dass so bis zu einer Geschwindigkeit von 25, 30, ja, da ist das alles noch in einem Bereich, wo man sich die Kräfte einigermaßen vorstellen kann, wo das vielleicht auch mit dem Abstützen vielleicht noch einigermaßen realistisch ist. Wenn man da drüber kommt, das geht ganz schnell. Da ist überhaupt nichts mehr mit. Ich stütze mich ab oder ich brauche das nicht. Da schlägt man dann einfach entsprechend auf die Armaturen oder auf die auf das Lenkrad auf und da braucht man auch den Airbag und die Auslösung, ganz sicher. Früher war der Kopf die Knautschzone und heute ist es der Airbag. Ja. Aber dennoch sagt man heute, das Autofahren ist zu unsicher geworden. Wir erleben ja heute eine massive Propaganda gegen das Auto, wie gefährlich das alles ist. Wie gefährlich ist denn Autofahren? Also, es geht ja um Menschenleben, das wird ja immer gesagt. Genau, und da müssen wir mal vorne anfangen. Und wir haben das jetzt auch mal recherchiert vor dieser Sendung. Wir haben uns mal gedacht, wir wollen hier auch ein bisschen Bildung und Aufklärung betreiben. Und da haben wir mal die Folie, die wir vielleicht einblenden können. Generell sind mal die Unfallverletzten in Deutschland nach Unfallkategorie eingeblendet. Und da sehen wir, so 2015, haben leider nichts Neueres gefunden hier vom Statistischen Bundesamt, gab es ungefähr 9,7 Millionen Unfälle. Insgesamt. Nur Verletzte. Ja, Unfälle, Unfallverletzte. Insgesamt. Und davon sind, das ist übrigens ansteigend, ja, ungefähr 3,9, also fast 4 Millionen im Freizeitbereich, 3 Millionen im Hausbereich, also der häusliche Bereich, 1,3 Millionen in der Schule, 1 Million Arbeitsunfallverletzte und in dieser Relation 0,4 Millionen, knapp 400.000 im Verkehrssektor. Das sind die Verletzten. Das sind nur Verletzte? Ja, die Anzahl der Verletzten. Also wir sind im Verkehrsbereich eine Größenordnung weg vom Freizeitbereich. Könnte man jetzt also sagen, sofort alle Freizeitsportarten verbieten, ja, nie wieder, dann spare ich 10-mal so viel Verletzte ein wie beim Autofahren. Wenn wir uns die Todesfälle angucken, dann ist das sogar noch viel drastischer. Wir haben in Summe, oder genauso drastisch, wir haben in Summe ungefähr 27.000 Todesfälle insgesamt. Und aus dem Verkehrssektor kommen eben an der Stelle 3.400. Wir wollen damit, genau wie bei Corona, jedes Menschenleben ist wichtig. Wir wollen die 3.400 Verkehrstoten hier nicht kleinreden. Aber sie sind in den letzten Jahren immer weniger geworden. Und die anderen Unfälle, die anderen Unfallarten, die es gibt, gerade im Freizeitbereich, die sind mehr geworden. Und wenn wir hier über ein Problem, ein gesellschaftliches Problem reden, Autosicherheit, dann müssen wir die auch mal in eine Relation setzen zu allen anderen Lebensrisiken im Unfallbereich. Und da ist es einfach so, da bin ich bei 3.400 Verkehrstoten und 27.000 Unfalltoten insgesamt. Und sonstige Unfälle sind, wie gesagt, 11.000 und häusliche Unfälle 12.000 Tote. Dazu kann man sagen, das ist die zweite Folie, die wir da haben, ne? Dass wir das mal kurz einblenden. Also das haben wir uns nicht ausgedacht, das haben wir einfach mal beim Statistischen Bundesamt recherchiert. Und dazu muss man sagen, diese 3.400 Verkehrsunfälle kommen von einer sehr hohen Zahl in den 70er Jahren. Verkehrstote. Verkehrstote kommen von einer sehr hohen Zahl. In den 70er Jahren lag die Zahl bei ungefähr 22.000 Toten im Jahr. Und da waren wir noch weniger Leute in diesem Land. Das war nämlich nur für Westdeutschland. Und weniger Autoverkehr. Genau. Und das ist auch etwas, was wir einfach hier sehen und auch akzeptieren müssen. Es wird ein risikofreies Autofahren so schnell erstmal nicht geben, egal was wir machen, es sei denn, wir verbieten es komplett. Ja, aber da kommen wir gleich zu. Das sind übrigens gar nicht alles Autotote, die Verkehrstoten. Es ist einfach so, wenn man das einordnet, gesamtgesellschaftlich sieht man, Autofahren hat ein gewisses Risiko, aber es ist jetzt nicht in dem Level, wie es immer dämonisiert wird. Und da gibt es ja auch gerade momentan verschiedene Diskussionen zum Thema Tempolimit und wie sind eigentlich die ganzen Verkehrstoten untereinander zu sehen.
Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Da kann man die polemische Frage stellen, Sie haben Ihrem Opa zu Weihnachten ein Pedelec geschenkt? Na, ich habe keins geschenkt, nee, weil ich kenne ja die Statistik. Sie wollten Ihren Opa nicht umbringen, das ist ja nämlich die geschickteste Möglichkeit, Ihre Großeltern um die Ecke zu bringen, ein Pedelec zu schenken. Warum? Ja, das ist tatsächlich so, wir haben das mal recherchiert, dass eben gerade von den Fahrradunfällen die ältere Altersgruppe der Senioren, also über 65, die hat besonders viele Fahrradunfälle. Und ich glaube, die Hälfte der Unfalltoten im älteren Bereich, die ist mit Pedelecs zustande gekommen. Das heißt also, obwohl es noch gar nicht so viele Pedelecs gibt, ja, haben wir jetzt aber keine Statistik drüber, machen die einen ganz großen Anteil der Fahrradunfälle aus. Und jetzt gehen wir mal auf die Folie Nummer 4, wenn wir die mal einblenden. Da haben wir das mal zusammengetragen. Von den 3.400 Toten im Verkehrsbereich, da haben wir als Fahrradfahrer 445 Tote. Und im Auto insgesamt sind 2.114 Personen verstorben. Und jetzt komme ich zu meinem, was wir sehen in dieser Grafik, ist diese Balkenhöhe. Und diese Balkenhöhe ist Verkehrstote pro Verkehrsleistung. Das heißt also, wie viel bin ich gefahren? Dafür, dass ich fast gar nicht mit dem Fahrrad fahre, ja, diese 445 Toten, muss ich natürlich mit der Verkehrsleistung rechnen. Und da kommt raus, ich bin bei einem Faktor ungefähr 12 mal so hoch, wie bei das, wo man sagen würde, Autofahren ist am gefährlichsten auf der Autobahn. Ja. Will man ja auch jetzt limitieren und alles und sagt, das ist für die Verkehrssicherheit gut. Also sterben 445 Leute auf dem Fahrrad und 356 auf der Autobahn. Und wenn man das auf die Verkehrsleistung sieht, dann ist Fahrradfahren 12 Mal tödlicher als Fahren auf der Autobahn. Auf der unlimitierten Autobahn. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Fahrradfahren, ja, spielt sich ab im Geschwindigkeitsbereich bei manchen zwischen 10 und 40, ja, ist 12 Mal tödlicher als Autofahren auf der unlimitierten Autobahn. Punkt. Fahrradfahren lassen, dann weiß man sofort. Ja, Fahrradfahren ist bezogen auf die Verkehrsleistung 12 Mal gefährlicher als Autofahren auf der Autobahn. Kann man da was sagen über die zunehmende Zahl von E-Bikes? Die sind ja sehr viel schwerer, mit denen erreicht man viel höhere Geschwindigkeiten und die sind also relativ gefährlicher, weil sie auch schwerer sind, schwerer zu bremsen sind. Also ich habe auch schon Elektro-Mountainbikes gefahren und habe auch andere E-Bikes schon gefahren. Klar, als verkehrspolitischer Sprecher setzt man sich übrigens auch auf solche Sachen drauf. Und es ist natürlich so, dass die etwas schwieriger im Handling sind. Aber ich glaube, das, was eigentlich unterschätzt wird, gerade von älteren Leuten, das ist die Beschleunigung. Weil man nämlich natürlich jetzt viel müheloser beschleunigen kann, da ist man natürlich auch im Stadtverkehr sofort auf 25. Und dadurch hat man natürlich dann auch einen Verlust an Reaktionszeit und hat auch das Gefühl gar nicht mehr, wie man sich da so schnell bewegt. Und gerade auch wenn ich hier, bin ja oft in Berlin berufsbedingt, ja, wenn man sich in Berlin den Fahrradverkehr anguckt, Taxifahrer haben da gewitzelt, ja, gar nicht mehr von Fahrradfahrern, sondern von Organspendern geredet. Und tatsächlich ist es so, dass Fahrradfahren in der Großstadt unfassbar gefährlich ist. Nicht nur weil die Kontakt mit dem Auto ist, sondern natürlich auch einfach aus der Reaktion des Fahrrads raus. Und wir sind ja nur hier bei der Statistik. Wenn was gefährlich ist, Verkehrssicherheit steigern wollen, dann müssen wir uns überlegen, wie wir den Radverkehr sicherer machen. Und natürlich haben die Grünen dann eine Lösung dafür. Wie machen wir den Radverkehr sicherer? Weiß ich. Autos abschaffen. Genau, das ist eure Lösung. Aber da wollen wir nicht mitgehen und deshalb haben wir reden wir über andere Lösungen heute vielleicht noch. Ja, aber eine Lösung ist ja dieses Abbiegebahnensystem, das die Lastbahnfahrer verpflichtend einbauen lassen sollen, künftig, wenn es nach den Vorschlägen geht, die da im Raum stehen. Ja. Aber was mir noch niemand hat erklären können, als Radfahrer
ist ja ein Lastwagen nicht so ganz unübersehbar, der neben mir auftaucht. Wieso fahre ich als Radfahrer dann weiter, wenn ich sehe, der Lastwagen will rechts vor mir in die Straße einbiegen? Das verstehe ich nicht so ganz. Ja, das ist genau das Problem. Man hat eigentlich im Prinzip ein Problem geschaffen dadurch, dass man dem Radverkehr den Vorrang eingeräumt hat beim Abbiegen. Wenn es diese Vorrangregelung nicht gäbe und ich nicht überholen darf, es wäre relativ simpel. Ich muss in der Fahrradausbildung dafür sorgen, dass ich einen LKW, der abbiegt, im Stadtverkehr nicht überhole. Aus. Dann gibt es diese ganze Abbiegeassistent-Diskussion nicht. Weil die Unfälle passieren natürlich beim Abbiegen. Und der Klassiker ist, der Radfahrer fährt neben dem LKW, kommt neben den LKW rein und der LKW biegt ab. Und der darf sowieso mittlerweile nur noch mit Schrittgeschwindigkeit abbiegen. Dann wissen wir sofort, was passiert. Der LKW fährt mit Schrittgeschwindigkeit im Stadtverkehr. Was macht der Fahrradkurier? Zieht natürlich noch durch. Und der Lastwagenfahrer hat keine Chance, den zu sehen. Deshalb hat er ja seinen Abbiegeassistenten, der ihn dann warnt, wenn der auftaucht. Aber gibt es natürlich eine Zeitverzögerung. Und diese Zeitverzögerung, wo dieser Abbiegeassistent dann anschlägt, der führt dann natürlich wieder zu einer Gefährdung. Deshalb wird auch mit Abbiegeassistent dieses Risiko nicht gegen Null gehen. Der Fahrer muss jetzt, der hat ja heute auch schon den Spiegel, der kann ja da reingucken. Ist natürlich eine Stresssituation und die könnte man natürlich auch entschärfen, indem man diese Vorfahrtsregel ändert beispielsweise. Ja. Mhm. Wäre eine Möglichkeit. Jetzt sind wir aber beim Fahrrad gelandet. Wir wollten da nochmal Verkehrsvergleiche ziehen mit anderen Lebensbereichen. Was können wir denn da noch als Statistik ins Spiel bringen? Wir haben es ja vorher schon mal gehabt, dass eben unterm Strich wir natürlich gefährliche Unfälle haben und dass wir wir hatten die Zahl ja schon mal, diesen Verkehrsunfall, die 3.400 Toten, dass man die einordnen muss in die Gesamtunfallstatistik. Und das ist eben so, dass wir da bei 8% oder sowas rauskommen. Aber was wir tatsächlich auch noch nicht gemacht haben, wir haben uns noch gar nicht angeguckt, in was für Autos sterben die Leute eigentlich. Schauen wir mal da mal rein. Wie sieht da die Bilanz aus? Da gehen wir mal zu der Folie 3, blenden die mal ein. Das ist dieses Tortendiagramm. Ja, super. Also Technikteam, super. Tortendiagramm. Wir haben uns mal die Mühe gemacht und wenn man dann sich die Autos mal anguckt, in denen die Leute vorwiegend verunglücken und auch vor allen Dingen hier tödlich verunglücken, dann sind das Mini-Fahrzeuge, also nicht dieses Produkt Mini, ja, wollen wir nicht sagen, sondern das ist eine Fahrzeugklasse, die Mini-Fahrzeuge. In der Kompaktklasse sterben 24, also ein Viertel der Leute stirbt in Kompaktklasse-Fahrzeugen und in Kleinwagen sterben 20%. Und wen wundert's? In obere Mittelklasse- und Oberklasse-Fahrzeugen sterben in Summe 7%. Die gibt es natürlich auch weniger, aber vor allen Dingen, je größer die Autos sind, desto sicherer sind die Autos und desto weniger Leute sterben in diesen Autos. Und warum sind die so, umso sicherer, je größer die Autos sind? Das hat natürlich physikalische Gründe. Wenn zwei Körper, das ist der Maschinenbauingenieur, wenn zwei Körper aufeinander prallen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, dann gibt es den Impulserhaltungssatz. Und wenn einer von den beiden deutlich schwerer ist von den beiden Körpern, dann nimmt er natürlich seinen Impuls mit und schiebt den anderen rückwärts. Das heißt, die Beschleunigung auf den leichteren Körper ist viel größer, weil der geht nämlich von einer Vorwärtsbewegung in eine Rückwärtsbewegung. Und die Belastung ist also für diesen anderen viel größer. Und das kommt auch in diesen Crashtests nur raus, wenn die beiden Autos im Realunfall aufeinander fahren und nicht, wenn ich ein Auto gegen eine Barriere fahre. Und deshalb ist im Realunfall natürlich ein massiver Unterschied, ob der eine 2,5 Tonnen wiegt und der andere vielleicht nur 1 Tonne. Dann wird der rückwärts beschleunigt und dann sind die Belastungen sehr, sehr viel größer. Und das Zweite, was dazu kommt, ist, je länger natürlich, hier sieht man ja gerade so ein schönes Auto mit einer extrem langen Motorhaube, da wo ich viel Platz habe, da kann ich auch viel leichter die Energie abbauen, also Crash-Energie abbauen, Knautschzone sozusagen.
Sie hatten ja mal Anleihen bei Werner von Braun, dem deutschen Raketenpionier, genommen und hatten ein effektiveres Bremssystem oder Rückhaltesystem entwickelt und zum Patent angemeldet. Oder wie war das dann? Also Herr Douglas, das war jetzt nicht abgesprochen. Das ist tatsächlich so. Ich habe in dem Bereich mal gearbeitet. Und der beste Unfall, den es geben kann, das ist der Unfall, der entweder ganz harmonisch abläuft, also mit niedriger Differenzgeschwindigkeit, oder gar nicht stattfindet. Und da gibt es natürlich jetzt die Möglichkeiten der Knautschzone und der weiteren Verbesserung der Autos. Und das ist auch in den Tests alles abgebildet. Aber das Beste ist eigentlich, wenn ich ein Auto vorher so stark verzögern kann, dass ich gar nicht mehr auffahre. Und da sind wir jetzt sehr stark in den neuen Systemen drin. Und da gibt es jetzt autonome Systeme, die eben ein Fahrzeug abbremsen, automatisch erkennen. Da gibt es so eine Zeit, da gibt es hier vorne neuerdings diese Radarsysteme, die erkennen, dass es ein Auffahrunfall unvermeidbar ist. Das kann man ja rechnen. Ja, kann man so sagen, genaue Zeiten will ich jetzt nicht sagen, aber da gibt es so Zeiten, da steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Unfall nicht mehr vermeiden kann. Die steigt an und danach ist sicher, das Auto schlägt ein. Jetzt habe ich nur das Problem, jetzt möchte das Auto vollautonom bremsen. Die Zeit, die zur Verfügung steht, da sind wir jetzt im Bereich deutlich unter einer Sekunde. Und die Zeit, 20, 40 Millisekunden oder so. Das ist ein bisschen mehr. Mhm. Ja, also ich weiß, wenn ich sicher weiß, dass ich einschlage, ist das schon ein bisschen mehr. Mhm. Aber es ist eben so gering, dass ich mit der herkömmlichen Betriebsbremse des Autos nicht mehr viel machen kann. Ich werde da noch absolut gesehen, ja, kann ich nicht mehr viel machen. Relativ gesehen, da reden alle davon, ja, dann baue ich noch ein paar Kilometer ab. 8 bis 10 Kilometer pro Stunde kann ich abbauen. Und es gibt diese Formel, wie viel Zentimeter Knautschzone entspricht das. Und das ist dann schon noch mal eine Menge. Ja, sind so deutliche unfallschwere Reduktionen. Aber wir haben uns überlegt damals in dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, was könnten wir machen, haben das zum Patent angemeldet. Und da kann man natürlich die Geschwindigkeit noch mal drastisch reduzieren, wenn man mit Pyrotechnik arbeitet. Und wenn man mit dieser Pyrotechnik arbeitet, und das haben wir dann auch zum Patent angemeldet, kommen vielleicht auch noch gleich die Fragen dazu. Ja. Wir hatten auch Prototypen, ja, und haben das ausprobiert. Darf ich jetzt aber im Detail nicht so viel zu sagen. Und man hat dann aber sich seitens der Unternehmensleitung dagegen entschieden. Aber wir haben das ausprobiert und das ist theoretisch möglich, ja, und ist auch praktisch möglich. Halten die Insassen eine so starke negative Beschleunigung aus, unbeschadet? Ja, das sind wir also im Bereich von 2G. Es ist also jetzt nicht irgendwie so, dass es gesundheitliche Beeinträchtigung hat. Es ist natürlich schon nochmal eine andere Nummer, ob ich mit 1,1G oder 2G verzögere. Aber ein gestandener Formel 1 Rennfahrer, der mit 300 in die Umzäunung reinfliegt, der lacht nur müde darüber. Das haben wir, glaube ich, bei dem Trailer gehabt. Ja, ne? Ja, das ist ja ein sehr eindrucksvolles Beispiel moderner Sicherheitstechnik, dass ein Rennfahrer mit fast 300 ungebremst in die Absperrung hineinfährt und steigt aus, schüttelt sich den Staub etwas von den Klamotten und steigt ins nächste Auto ein. Was ist denn das Geheimnis eigentlich? Bleiben wir noch ganz kurz bei der technischen Entwicklung, weil das ist ja auch... Das Geheimnis ist die Energie dieses Autos, 300, also kinetische Energie, ja, 1,5 Masse mal Geschwindigkeit ins Quadrat, muss ich auf einer gewissen Strecke abbauen. Und der ist natürlich nicht in eine Betonmauer gefahren, sondern der ist in einen Reifenstapel. Ich habe mir das genau angeguckt. Und da baue ich natürlich schon mal Energie in dem Reifenstapel ab. Und dann hat tatsächlich das Formel 1 Chassis hat die Energie, die Restenergie abgebaut durch Formveränderung. Ja. Also im Klartext, der Kohlefaser ist kaputt gegangen, ja, zusammengestaucht worden, hat diese Energie abgebaut. Und dann ist das natürlich auch ein topfitter Fahrer, der wahrscheinlich auch mehr verträgt als
Jetzt wir beide, wenn wir so einen Unfall hätten, da wären wir wahrscheinlich nicht rausgegangen ohne massive Halswirbelverletzungen. Ja. Vor allem nicht so schnell rausgekommen. Ja, wären wir wahrscheinlich auch nicht so schnell rausgekommen, weil wir vielleicht auch wieder ein bisschen zu eng gewesen. Ne? Also ich bin mal in so ein Formel 1 reingestiegen, also da kommst du nicht so ohne weiteres, ohne fremde Hilfe raus. Also ich zumindest nicht so, und da gibt es andere, die da vielleicht noch schwieriger rauskommen. Ja. Und fängt schon damit an, dass man das Lenkrad kompliziert abmachen, aber egal. Lange Rede, kurzer Sinn, dieses Auto, was da, der Trick ist, man muss die Energie abbauen. Es geht nicht darum, dass das Auto unverletzt ist. Ja? Da hilft mir nichts, dann ist die Energie nicht abgebaut. Man könnte Autos bauen, die relativ unbeschadet so einen Unfall überstehen, aber die werden so steif und so fest, die würden die ganze Energie an die Insassen weitergeben. Und der Trick besteht darin, das Auto so gezielt zu zerstören, in der Zeit, die zur Verfügung steht, dass man die durchschnittliche Beschleunigung keine Spitzen hat. Ja, also die Beschleunigung keine Spitzen hat. Dass es nicht zu dem Moment kommt, wo ein Kopf oder ein Gehirn zu hohen Belastungen ausgesetzt wird. Und da gibt es eine menschliche Grenze, die liegt, glaube ich, bei 50 G oder so, da ist jeder sicher tot. Und da muss man auf jeden Fall drunter bleiben. Und das ist das ganze Geheimnis. Also diese Energie so langsam abzubauen, und so kontinuierlich abzubauen, dass keine Spitzen entstehen und dass möglichst viel davon weg ist. Und da gibt es aber auch eine Grenze, muss man sagen, im Pkw, so hier mit Stahl und normalen Anschnallgurten und so weiter. Wenn das bei 65 noch funktioniert, mag das gut sein. Statistisch ist es so, wenn Sie mit 100 auf irgendwas draufprallen, dann sind Sie ziemlich sicher tot. Gibt es so gut wie niemanden, der das überlebt, auf eine feste Barriere. 100 km/h, das ist ja heute nicht mehr viel. Ja, und deshalb ist nämlich auch das Thema, das eigentlich Kritische auch fürs autonome Fahren, das ist das wirklich Gefährliche, ist die Landstraße. Und das ist, wenn wir für die Verkehrssicherheit was machen wollen, ist die Landstraße der absolute Horrorfall. Auf der einen Seite fährt einer 100, auf der anderen Seite fährt einer 100. Das ist wie mit 200 gegen eine feste Barriere. Das überlebt keiner. Ja, also ein unglücklich verlaufender Unfall mit dem Gegenverkehr auf der Landstraße überlebt keiner. Auch nicht mit den modernsten Autos. Unglücklich verlaufend heißt, die fahren ungebremst ineinander, frontal. Damit erklärt sich auch ein bisschen schon die nächste Frage, dass da ein Tempolimit gefordert wird auf deutschen Autobahnen. Es sind ja nur noch, das muss man sich mal vorstellen, 1,4% aller Straßen Deutschlands sind frei befahrbar, auf denen kein Tempolimit herrscht. Und das soll auf allen Straßen, da sind also Landstraßen, Bundesstraßen, alles mit einbezogen, da sind nur noch 1,4%. Wir haben die erste Frage, auf die kommen wir gleich. Sie, das haben wir vergessen zu erwähnen am Anfang, Sie können natürlich selbstverständlich wieder Ihre Fragen stellen, die wir dann beantworten können. Das machen wir dann jetzt gleich. Aber jetzt wollte ich zuerst nochmal diese Tempo 100 oder 120 Forderung antexten. Das heißt ja immer, das würde zur Verkehrssicherheit beitragen. Das ist ja dann offenbar nicht so ganz so richtig. Also objektiv betrachtet haben wir mal gesehen, Autofahren auf der Autobahn ist gar nicht unser eigentliches objektives Problem. Das ist ein reines Showproblem, was hier gemacht wird. Wenn wir die Verkehrssicherheit und die Überlebenswahrscheinlichkeit erhöhen wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass es keine Gegenverkehrssituationen gibt. Weil Gegenverkehr ist das Kritische. Einbahnverkehr, ja, ich habe es eben gesagt, da gibt es sehr hohe Differenzgeschwindigkeiten, die man überleben kann. Und wenn mir keiner auf der Autobahn entgegenkommt, ja, ist ja gerade das Prinzip der Autobahn, jetzt mal vom Geisterfahrer abgesehen, ja, ist das Prinzip auf der Autobahn, dass sie sich ja in der gleichen Richtung bewegen. Und wenn man auf der Autobahn in der gleichen Richtung unterwegs ist, dann bin ich auf jeden Fall durch die Crash-Sicherheit und so weiter sehr gut geschützt für gewisse Differenzgeschwindigkeiten. Ja. Wenn ich 350 auf der Autobahn an einem LKW vorbeifahre, der 65 fährt, dann vielleicht nicht mehr. Bitte nicht nachmachen. Ja. Nicht mit 350 auf einer zweispurigen Autobahn LKWs überholen. Das ist wirklich gefährlich. Aber mit 160 oder 170 an einem LKW vorbeizufahren, ja, der mit 80 fährt, das ist etwas, was dann doch relativ beherrschbar ist, wenn man die ganzen Konstellationen so sieht. Und deshalb muss man da unterscheiden. Das eigentliche Problem der Verkehrstoten ist die Landstraße, wo sich zwei Autos begegnen können. Und deshalb fordern wir ja auch,
Landstraßen, mehrspurig ausgebaute Landstraßen, zwei Fahrbahnen in jede Richtung, sodass das Überholproblem nicht entsteht. Und damit habe ich eine unglaubliche Steigerung der Verkehrssicherheit. Und deshalb ist trotz der enormen Kilometerleistung und der hohen Geschwindigkeiten auf Autobahnen, trotz dessen ist die Autobahn sicherer als die Landstraße. So, und wir kommen zur ersten Zuschauerfrage. Bitte zögern Sie nicht, noch weitere Fragen dann reinzuschreiben. Bitte die erste. Was halten Sie von Spurhaltesystemen und so weiter? Verführen die nicht erst zur Unaufmerksamkeit? Ja, da gibt es zwei Systeme. Es gibt das eine, das einen dauernd erinnert, dass man die Spur verlässt. Ja. Und da gibt es das andere. Habe ich übrigens an einem Auto, das ich selber habe, ist das dran, das ins Lenkrad eingreift. Ja, diese Systeme werden sukzessive jetzt eingeführt werden. Die Europäische Union schreibt das auch vor. Da muss ich ehrlich sagen, dieser Erinnerung, dieses Piepsen und dieses Rütteln im Lenkrad, das ist gar nicht so blöd. Wenn man diese Intensität runterstellt, da wird man so sanft erinnert. Ja. Das kann man also runterregeln, das ist nicht so schlecht, wenn man gerade so im Handschuhfach verschiedene Sachen sortiert hat und dann feststellt auf einmal, oh, es piept. Nein, also es war ein Witz, ja, war ein Witz, gibt's nicht. Ja. Natürlich konzentriere ich mich immer voll aufs Autofahren, aber wenn man dann wirklich daran erinnert wird, ist nicht schlecht. Was aber, was ich persönlich als störend empfinde und auch als Bevormundung, das ist, wenn dieses System aktiv eingreift und selber die Spur versucht zu halten. Und das empfinde ich als Bevormundung, habe ich auch ausgeschaltet, ja, macht mein Auto jetzt nicht mehr. Und es ist gut, dass man das noch ausschalten kann. Was aber auch immer mehr kommt, das sind diese ganzen Vorschriften, dass diese Systeme ans Tempolimit anpassen. Ich weiß nicht, ob Sie es schon wissen, die Europäische Union hat das beschlossen, dass ab 2020 bei Neuzulassungen, ich glaube, ab 2022 soll es verbindlich sein, bei Neuzulassungen ein Geschwindigkeitslimit vorgegeben wird, das das Auto einhalten muss. Das heißt also, der erkennt das Verkehrsschild oder über GPS. Im Bereich beispielsweise bei 80 oder geht nicht mehr schneller, ja, fährt er nicht mehr schneller. Stellt dann automatisch 80 ein. Ja, oder ich habe so ein System im Auto drin, ja, und da gab es in Stuttgart ja diesen Michael Ballweg, ja, der Querdenker Michael Ballweg, der hat ja Werbung gemacht mit den 50er-Schildern in Stuttgart. Da hat er überall auf seinen Plakaten 50 drauf gehabt. Ja. Tatsächlich ist in Stuttgart aber überall 40. Und da hat mein Autosystem jetzt gedacht, es ist 40. Und dann bin ich an diesem Plakat von dem Ballweg vorbeigefahren. Und da hat er danach auf 50 beschleunigt. Hat er automatisch das Limit übernommen, hat immer von 40 auf 50, runter auf 40, hoch auf 50. Und da habe ich immer gedacht, so scheiße, wie erklärst du das der Polizei, wenn du in die Radarfalle reingefahren bist, weil du dein Auto automatisch hochbeschleunigt hat, weil der Herr Ballweg diese Schilder mit den 50 gemacht hat. Tatsächlich, also funktioniert. Wer übernimmt dann das Haftungsrisiko, wenn die Technik eben nicht funktioniert? Das ist ja eine sehr alte Diskussion, das muss man noch dazu sagen. Ja, das ist eine elegante Diskussion. Der Autohersteller hat sich da rausgeredet. Das ist ein Assistenzsystem. Natürlich bleibt der Fahrer vollumfänglich verantwortlich. Also wenn wir nochmal Wahlkampf in Stuttgart machen, dann machen wir vielleicht so Schilder mit 120. Ja? Und dann werden wir alle technikgläubigen Autofahrer in der Stadt mal schön auf 120 beschleunigen lassen. Nee, war auch ein Spaß, machen wir natürlich nicht. Wir werden selbstverständlich niemanden hier technisch ins Abseits führen. Wir wollen ja, dass dieser technologische Fortschritt auch in Deutschland erhalten bleibt. Aber das fand ich interessant, dass eben über so eine, sag ich mal, Plakatierung, das Auto einfach da auf eine falsche Fährte gelockt werden kann. Aber nochmal ganz wichtig, der Fahrer ist verantwortlich, immer. Das ist ja der erste Schritt zum autonomen Fahren und wir haben ja da fünf verschiedene Stufen. Im Moment befinden wir uns auf Stufe 0. Wir fahren noch selbstständig. Der Autofahrer steuert das Auto selbst. Und Endziel ist, dass das Auto komplett automatisch steuert. Und dann ist es abgestuft, dass Tempomat, Abstandsregelung und Warner vor Spurwechsel, das, was wir eben angesprochen haben, das wäre Level 1. Ja, also das ist tatsächlich so, diese Assistenzsysteme, die unverbindlich funktionieren, das ist die Level 1. Ja. Mhm. Die gibt es auch schon seit, was haben wir jetzt, 2001, also 1999.
erste Mal, wo ich so ein Auto gefahren habe mit so einem Abstandsregeltempomaten, das war 1999. Also es gab es schon, gibt schon eine ganze, oder ja, 2000, um 2000 rum. Ja, also nicht ganz 99, es war ein bisschen später. Ja. Aber es gibt schon, wie gesagt, Level 1 gibt schon 20 Jahre. Ja. Dann kommen wir zum Level 2. Das ist dann schon, wo die Spurführung gehalten wird, automatisch, und dass das Auto automatisch einparken kann, zumindest teilweise. Funktioniert das denn einigermaßen? Automatisch einparken funktioniert noch nicht ganz mit Handbremswende und so weiter. Das funktioniert noch nicht automatisch. Aber Parkplatz erkennen, ja, an einem Parkplatz vorbeifahren, dann wird es erkannt, dann bestätigt man das und dann parkt das Auto automatisch ein. Das gibt's, hat mein Auto auch. Wenn man aber so im Innenstadtbereich unterwegs ist, muss man sagen, die Toleranzen, die das Auto da einhält, die ermöglichen es nicht immer, in ganz enge Parklücken zu fahren. Und deshalb, wenn man das ausnutzen will, bis wirklich auf die letzten 2-3 Zentimeter, dann muss man es manuell machen. Aber es ist natürlich eine große Hilfe für Leute, die gerne großräumig einparken. Dafür ist es eine große Hilfe, parkt automatisch ein, vollautonom. Ja. Und wer zahlt, wenn es dennoch die Automatik crasht? Da sind wir wieder bei dem, was ich eingangs gesagt habe. Voll verantwortlich ist der Fahrer. Also das Level 2 ist immer noch Assistenzsystem. Und dann kommt Level 3, das ist schon ein weitgehend automatisiertes Fahren. Der Fahrer muss noch eingreifen können und sich ziemlich auf die Software verlassen können. Das ist dann tatsächlich, gebe dem Auto dann, also der Fahrer hat dann nur noch die Überwachungsfunktion. Und jetzt kommen wir in einen Punkt, das habe ich selber schon gefahren, solche Systeme. Und das ist dann, wo ich sage, wenn ich in der reinen Überwachungsfunktion bin, dann macht Autofahren, also mir macht es keinen Spaß mehr, sage ich ganz ehrlich. Das hat dann auch nichts mehr mit Autofahren zu tun. Da überwache ich im Prinzip Instrumente. Ich bewege mich von A nach B, aber ich überwache Instrumente. Ist sogar schlimmer noch, von der Aufmerksamkeit her gefährlicher persönlich, sage ich jetzt mal, als Level 1 und 2. Dann möchte ich lieber vollautonom fahren. Also Level 3 können wir meinetwegen komplett überspringen, dann lieber vollautonom. Dann sitze ich lieber auf dem Beifahrersitz. Ja. Das ist Level 4, kommt ja noch dazwischen, vollautomatisiertes Fahren, aber der Fahrer soll noch eingreifen können, wenn das System ausfällt. Das ist der Level 4 dann, ja, vor dem Ende Level 5. Genau, beim Level 4 muss man aber sagen, das ist natürlich so eine gesetzliche Vorgabe, da ist meine persönliche Meinung jetzt dazu, sage ich auch ganz offen. Wenn ich gerade abgelenkt war, gerade Tichys Einblick gelesen habe im Auto, ja, und auf einmal gibt es einen Piepton, das System steigt aus. Huch, wo bin ich? Gerade einen tollen Artikel von Holger Douglas gelesen. Jetzt muss ich wieder eingreifen, muss ich erstmal gucken, wo bin ich? Ganz ehrlich, dann ist es mir lieber, das Auto macht das komplett autonom, als dass ich dann so plötzlich in eine Situation reingeworfen werde. Setzt nämlich dann voraus, da sind wir nämlich wieder bei Level 3, ich hätte ja die ganze Zeit aufpassen müssen. Ja? Ist natürlich total unrealistisch, die Annahme. Entweder ich überwache ein Auto, also Level 1, 2, oder ich schalte vollständig ab. Bei Tesla hat es ja schon mal nicht so gut funktioniert, als ein Autofahrer Zeitung gelesen hat und darauf vertrauen wollte, dass sein Tesla ihn sicher durch die Straßen fuhr. Das gab einen veritablen Crash. Ja, mehrere. Ja, mehrere. Ja. Dahinter stecken ja Millionen an Zeichen von Softwarecode. Und wenn ich mir Windows angucke oder andere Programme, dann fällt mir es schwer, daran zu glauben, dass diese Software ziemlich fehlerfrei ist. Nee, die wird nicht hundertprozentig fehlerfrei sein. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wenn man das analysiert, die Unfalltoten, ein Großteil, über 1000 Unfalltote sind Personen über 65 Jahre. Und jetzt bin ich mal ganz hart und sage, irgendwann im Bereich über 80, ich muss mich jetzt mal gleich entschuldigen, es gibt natürlich auch über 80 noch Autofahrer, die im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten und auch Reaktionsfähigkeiten sind. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man älter wird, ist man eben nicht mehr so reaktionsfähig und auch die Sinne funktionieren nicht mehr so gut. Und mein Vater hat beispielsweise das Autofahren auch aus den Gründen aufgegeben. Sehr vernünftig, danke nochmal. Das autonome Fahren ersetzt nicht einen voll aufmerksamen 30- bis 35-jährigen Autofahrer, auch Autofahrerin. Ich weiß, wir haben auch einige weibliche Zuschauer, die ersetzen, sprechen wir hiermit natürlich auch an.
Also einen vollaufmerksamen Autofahrer-In wird nicht ersetzt. Aber einen leicht abgelenkten, nicht mehr so reaktionsfähigen Autofahrer, der schon deutlich älter ist, auch da Autofahrerin, auch der ist ja nicht auf dem gleichen Level wie dieser 30-Jährige. Und deshalb muss man da vorsichtig sein. Das autonome Fahren kann vielleicht nicht in der ersten Stufe den Fall 1 abdecken. Aber auch diese älteren Herrschaften bauen ja keine Unfälle flächendeckend. Und deshalb, da gibt es offensichtlich eine große Bandbreite. Nein, man kann das eine nicht ersetzen, aber man kann sicherlich auf ein Level kommen, dass man das entlastet. Ja, das glaube ich schon. Beim Level 5 soll es ja gar kein Lenkrad mehr im Auto geben. Und man soll sich einfach nur reinsetzen können und automatisch gefahren werden können. Ja. Das ist ja die Vorstellung. Haben wir eine Frage? Ja, eine weitere Frage. Die nächste lautet, könnte man nicht eine Notbremse bauen, die bei einem Unfall den Wagen besonders abbremst? Zum Beispiel in einer Rakete? Ja, das ist ja quasi jetzt hier wieder reingeschneidert. Da bitte ich um etwas Verständnis. Ich habe einen Geheimhaltungsvertrag unterschrieben über dieses System. Und ich habe einfach da gewisse arbeitsrechtliche Verpflichtungen im Nachgang noch und habe keine Lust, dass ich nach der Veröffentlichung dieses Videos eine drastische Strafe zahlen muss zu dem Thema. Da gibt es eine Patentschrift, ja, in dieser Patentschrift steht das alles drin. Die Kurzantwort ist, ja natürlich kann man das bauen. Ja. Ich darf auch verraten, es hätte keine utopische Summe gekostet. Es gab aber eine Entscheidung meiner damaligen Vorgesetzten, das nicht zu machen. Punkt. Mehr sage ich dazu auch nicht. Aber die Idee ist richtig und sie funktioniert. Ja. Die nächste Frage bitte. Haben die teuren Fußgängerschutzvorschriften überhaupt irgendetwas zur Senkung der Toten und Verletzten beigetragen? Die Fußgängerschutzvorschriften, genau wie alle anderen Crash-Vorschriften, haben natürlich die Sicherheit insgesamt verbessert. Qualitativ kann man die einzelnen Sachen jetzt nicht so bewerten, weil natürlich das muss man sich immer überlegen, wenn ein Auto oder neu zugelassene Fahrzeuge das haben, dann wirkt das ja nicht automatisch auf das Unfallgeschehen, sondern dann, die Autos werden ja auch ersetzt in den Flotten. Dann dauert das natürlich 10 Jahre, bis die Autos alle ersetzt sind. Und gerade bei den Fußgängervorschriften kann man sich mal fragen, es gibt umfassende Fußgängervorschriften, wo der aufschlagen darf und was das erfüllen muss. Und dann gibt es Geländewagen, ab einer gewissen Motorhaubenhöhe gelten die alle nicht mehr. Ich lache mich tot. Ja? Also entweder man macht es konsequent, dann gilt es für jedes Auto. Dann gibt es aber auch, das muss man ehrlicherweise sagen, da sind die Grünen noch gar nicht drauf gekommen, ja? Wenn die nämlich komplett gelten würden, da gäbe es keine SUV mehr. Ja? Aus, Thema durch. Dann also gäbe es auch keine Vans mehr. Wie, der SUV darf ungestraft die Fußgänger abräumen? Dann. Nein, aber diese ganzen Vorschriften gelten natürlich nur bis zu einer gewissen Motorhaubenhöhe, weil ab einer gewissen Höhe ist es unrealistisch, dass der noch aufschlägt. Und der kritische Punkt ist eigentlich immer der, deshalb hat man auch die Motorhauben so gemacht, dass die flexibel reagieren. Der kritische Punkt ist der, wo schlägt der Kopf auf? Und wenn die Motorhaube beispielsweise zu kurz ist, dann schlägt der Kopf immer auf die Windschutzscheibe auf. Und die ist natürlich zu hart und führt dann natürlich sofort zu schweren Kopfverletzungen. Und da gibt es verschiedene Prinzipien, wenn man sich mal so vom Design her die Autos anguckt. Ja, vom Design her sind die Autos alle jetzt mittlerweile so ausgebeulte Motorhauben, damit richtig viel Platz ist zum Motor, wo dann die Crashzone drin ist. Diese schönen flachen Motorhauben, wie mein Lieblingsauto noch hat, ja, sage jetzt auch keinen Namen, schöne flache Motorhaube, das geht heute gar nicht mehr vom Design. Und das Nachfolgemodell von diesem schönen Lieblingsauto hat dann eben eine nicht mehr ganz so elegante, aufgebäumte Motorhaube. Ja. Rein aus Fußgängerschutzgründen? Aus Fußgängerschutzgründen, klar. Es gibt ja einen Konzern, der ein Emblem auf der Motorhaube hat. Und mehrere. Mehrere. Das ist zum Beispiel eins. Und da ist es ja nicht mehr zu sehen. Das ist ja hier oben drauf, gewährt das bei den anderen. Mhm. Ja, das gab ja, wie hat es der Konzern durchgesetzt, dass die draufbleiben durften? Ja, klappt um. Ne? Die klappen um. Ja. Wie das Rolls-Royce gelöst hat, weiß ich gar nicht. Die haben bestimmt eine Sonderlösung. Ja. Ja. Sondererlaubnis. Ja. Die nächste Frage bitte. Sollten zur Senkung der Differenzgeschwindigkeiten und um die Elefantenrennen endlich abzustellen, nicht Lkw schneller fahren dürfen? 60 auf Landstraße und 80 auf der Autobahn erscheinen absurd. Ha,
Das ist eine sehr schöne Frage. Da liest irgendeiner unsere Anträge, die wir in der Bundestagsfraktion stellen. Ja, tatsächlich, wir haben den Antrag gestellt, dass Lkw auch auf Landstraßen, hat gar keiner richtig mitgekriegt, Lkw dürfen auf Landstraßen nur 60 fahren. Ne? Weiß, glaube ich, gar keiner. Die meisten Lkw-Fahrer vielleicht auch nicht. Ja? Merkt auch gar keiner. Aber sie dürfen nur 60 fahren. Ja? Wir haben den Antrag gestellt, dass man das ändert, dass Lkw auch auf Landstraßen, wenn die bestimmte Rahmenbedingungen erfüllen, ausgebaut sind, 80 fahren dürfen. Und ja, wenn wir die Technik von heute von Lkw vergleichen und die Technik von vor 40, 50 Jahren, dann muss man sagen, dann ist diese Forderung, dass Lkw eine Höchstgeschwindigkeitslimitierung auf 80 haben, die ist eigentlich auch nicht mehr gerechtfertigt. Natürlich kann Lkw heute viel schneller bremsen als früher und auch die Fahrsicherheit ist höher. Und deshalb könnte man darüber nachdenken, Busse dürfen ja 100 beispielsweise fahren, könnte man darüber nachdenken, wenn entsprechende Untersuchungen vorliegen und werden wir uns auch darum kümmern, wenn wir mal in Regierungsverantwortung sind, ob man das Lkw-Durchschnitts- oder die Lkw-Höchstgeschwindigkeit nicht einfach etwas hochsetzt, moderat im Rahmen dessen, was dann eben zumutbar ist. Also es wird sicherlich nicht so sein, dass ein Schwertransporter, der 100 Tonnen transportiert, dann auf 100 hochgesetzt wird. Aber man kann zum Beispiel darüber diskutieren, ob ein Lkw, der vielleicht 25 Tonnen wiegt, ja, ob der nicht vielleicht eine Sondererlaubnis auf 100 kriegt. Sollten die Abstandswarner haben, die Lastwarner? Ja, das ist ja schon Vorschrift. Ja, das ist überhaupt das Schlüsselelement, ist die automatische Abstandsregelung, vor allen Dingen die ausreichende Abstandsregelung einzuhalten. Und wenn ein Lkw, der hat heute hochleistungsfähige Bremsen, der kann auch verzögern, 0,7 G oder 0,6 G ist kein Problem für die meisten Lkw. Das Problem ist ja für die Lastwagenfahrer, die dann die, Abstandswarnungseinrichtung eingeschaltet haben, wenn PKWs kreuzen und den Lastwagen zum Runterbremsen zwingen. Das ist ja dann das Schwierige. Ja, ich merke schon, der Herr Douglas fährt privat nicht ein solches Auto. Das gibt es nämlich nicht nur bei Lkw. Das ist auch genau das Problem, wenn man einen schönen großen Abstand zum Vordermann einstellt, ja, mit diesen Abstandsregeltempomaten. Dann stellt man nach kurzer Zeit fest, ja, stimmt, ich halte den Abstand, aber es schert mir permanent einer vor mir rein und bremst mich ab. Ja, genau, das gilt immer. Ja, kann man nicht ändern, das ist ein technisches Problem. Ändern, ja. Die nächste Frage, bitte. Gibt es schon Drive-by-Wire-Lenkgetriebe ohne Verbindung zwischen Lenkstange und Zahnstange? Und wenn ja, wie steht es mit der Sicherheit? Wir haben ja heute echt wirklich richtig technische Fragen, aber jetzt muss ich wirklich mal wissen, ist das immer die gleiche Person, die diese Frage stellt, sind das verschiedene? Echt? Habe ich dran gearbeitet, ja? Und habe ich übrigens auch mal gefahren und da gingen dann die Meinungen auseinander zwischen konservativen Fahrzeugentwicklern und nicht so konservativen. Ich habe immer gesagt, das ist eine super tolle Sache, wenn es diese mechanische Verbindung nicht mehr gibt. Warum ist das so toll? Ja, das gibt's. Ich sage den Hersteller nicht, weil es ist nicht ein deutscher Hersteller, der das hat. Ja? Aber das gibt's. Und ich persönlich kann sagen, das ist genial. Weil das ist nämlich so toll, da fahre ich zum Slalom, Lenkradwinkel, wie beim Computerspiel, mit einer Viertel-Lenkradumdrehung fahre ich um die Pylonen. Und wenn ich bei 200 die gleiche Lenkübersetzung hätte, dann würde ich mal kurz husten und drei Fahrstreifen abgebogen sein. Ja. Das geht natürlich nicht. Und deshalb, ja, deshalb hat man natürlich diese Lenkübersetzung viel zurückgenommen. Und diese geschwindigkeitsabhängige Lenkübersetzung ist der eigentliche Trick. Also wenn ich in der Stadt fahre, drehe ich das Lenkrad nur so ein bisschen und biege im Prinzip mit Volleinschlag ab. Und wenn ich schneller fahre, dann nehme ich die Lenkübersetzung zurück und kann im Prinzip auch noch bei, ich sage jetzt nicht in der Nase bohren bei 200, aber man kann so ein bisschen hin und her schunkeln, da passiert gar nichts. Und da gibt es Autos, die das haben. Tolle Sache. Ich persönlich finde es eine tolle Sache. Aber da gehen die Meinungen meilenweit auseinander. Da gibt es Leute, die sagen, das geht überhaupt nicht. Mechanische Verbindung muss sein. Und um das abzusichern, bräuchte man gewisse elektronische Absicherungsmechanismen. ASIL-D heißt das, also komplett separate Systeme. Ausfallsicherheit gegeben und so weiter. Aber diese Leute steigen dann in einen Airbus und sagen, ja, ja, tolle Sache. Übrigens, der Airbus, der hat keine mechanische Verbindung zwischen dem Steuerknüppel des Piloten und dem Seitenleitwerk. Das funktioniert alles elektronisch. Und das auch seit dem Airbus A320
komplett. Und da geht es auch. Es gibt keine mechanische Verbindung zwischen dem Steuerknüppel und dem Seitenleitwerk. Jeder, der in ein Flugzeug steigt, fliegt fly by wire. Immer. Und mittlerweile so sicher, dass es keinen Zweifel mehr daran gibt, an dieser Technik. Ja gut, da wo es halt nicht funktioniert, gibt es auch keine Zweifler mehr. Ne? So, können wir das lösen. Die nächste Frage, bitte. Glauben Sie, dass Sicherheitsvorschriften, die sich ja den großen Märkten massiv unterscheiden, industriepolitisch eingesetzt werden? Und hat Europa oder die USA besseren Vorteil? Also, ja, wir haben uns hier ein bisschen vorbereitet. Wir haben jetzt nicht alles, wir wollten keine Folienschlacht machen. Aber es gibt tatsächlich in den USA, halte das mal kurz in die Kamera, kann man auch nachgucken, können wir vielleicht den Link hier draufstellen, dass wir das vielleicht mal machen. Es gibt in den USA umfangreichere Vorschriften als beispielsweise in den USA. USA gibt es umfangreichere als hier in Europa. Wobei man ganz einfach sagen muss, ein Autohersteller, ein Premium-Autohersteller aus Deutschland, der in die USA ein Produkt verkauft, der erfüllt mit dem gleichen Produkt natürlich beide Vorschriften. Der macht kein extra Auto für die USA, sondern das Produkt erfüllt beide. Und deshalb ist das natürlich auch in beiden Fällen abgedeckt. Und ja, es gibt natürlich so kleine Tricks und Kniffe, dass da gewisse Märkte abgeschottet werden durch bestimmte Vorschriften. Aber die gelten ja dann sowohl für den lokalen Hersteller als auch für den Importeur. Und wenn die gleichen Vorschriften überall gelten, dann ist das keine Abschottung. Und ich kann nur sagen, dass die Tests, die sind ziemlich ähnlich. Also die internationalen Tests, die sind dann doch ziemlich ähnlich. Da gibt es eine gewisse Übereinstimmung. Und deshalb nein, das ist nicht erkennbar. Es wäre möglich, aber es ist heute so nicht realisiert. Zum Glück bringt die Chinesen nicht noch auf Ideen. Also die nächste Frage, bitte. Ja. Kommen wir dann am Schluss noch auf die Frage, wo geht es eigentlich hin mit dem Auto? Immer mehr Sicherheitsvorschriften, die auf der einen Seite natürlich das Argument hinter sich herziehen oder mit der Begründung geliefert werden, die Autos sicherer zu machen und unser Leben zu schützen, aber gleichzeitig uns mehr einzuschränken. Wo ist denn da die Grenze? Also ich glaube persönlich, dass wir, und das ja, lässt die Gesetzgebung der EU ja eigentlich auch erkennen, dass wir immer mehr in die Reglementierung reinlaufen. Und ja, es gab eine sehr sinnvolle Entwicklung, die ganze Crash-Sicherheit, die hat uns geholfen. Ja, die Assistenzsysteme haben uns geholfen, entspannter zu fahren, auch längere Strecken. Aber wir kommen jetzt in diese Phase rein, wo dieses Autonome immer mehr zur Pflicht wird. Ich habe es ja gesagt, mit dieser Geschwindigkeitslimitierung, das ist natürlich nur eine Vorstufe. Es wird irgendwann so sein, dass verbindlich vorgegeben wird, dass man bestimmte Geschwindigkeiten an bestimmten Orten nicht überschreiten kann, dass das Auto das nicht mehr kann. Und das wäre für mich eine sehr ungünstige Entwicklung. Und wir haben das ja auch mal von unserer Kanzlerin gehört. Die hat man gesagt, wir werden in 20 Jahren nur noch mit Sondererlaubnis selbstständig Auto fahren dürfen. Das wird nur noch das autonome Fahren geben. Das hat sie mal auf eine Anfrage in einer Studentendiskussion gesagt. Und so, was und sind das für Perspektiven? Ja. Da muss man sagen, mittlerweile muss man schon ein bisschen Angst haben vor der prophetischen Gabe unserer Kanzlerin, was die Frau dann vielleicht mal scheinbar unbeabsichtigt irgendwo gesagt hat, zieht sie nachher gnadenlos durch. Möchte jetzt nicht zu sehr in die Wunde Corona reinhauen, weil es ist ja ein grundsätzlich anderes Thema. Aber wer von uns hätte sich vor 2 Jahren vorstellen können, dass wir mal einen Fangradius kriegen, in dem wir uns alle bewegen dürfen, von 15 Kilometer oder 1 Kilometer. Ja. Wenn ich mir das alles so vorstelle, was der Gesetzgeber heute macht, dann läuft die Gesetzgebung immer mehr in Richtung individuelle Freiheitseinschränkung. Und das Auto ist gerade heute noch eine der letzten Freiheiten. Und deshalb kämpfen wir auch hier so und ich persönlich auch dafür. Gerade das Thema Tempolimit ist eine symbolische Sache. Ja, Ideologie. Ja, ist eine symbolische Sache. Ich persönlich habe mir meine individuellen Tempolimits gegeben, die ich auch einhalte. Ja,
Auch wenn die Strecke frei ist, wenn es regnet, ja, oder viel Verkehr ist, dann habe ich meine individuellen Tempolimits, die ich jetzt aber nicht sage. Ja. Aber an die halte ich mich und da fahre ich nicht schneller. Ja. Und ich fahre auch nachts nicht mehr schneller als eine bestimmte Geschwindigkeit. Und deshalb, ja, ich halte es für richtig, dass man sich selber so einordnet. Aber ich möchte es nicht vorgeschrieben kriegen. Ich möchte es nicht von der Regierung vorgeschrieben kriegen. Ich möchte nicht ein Auto fahren, das von vornherein so gebaut ist, dass es mir vorgibt, wie schnell ich fahre. Und da muss ich mal sagen, Volvo macht das mittlerweile übrigens. Volvo, ja, das möchte man jetzt schon mal ganz klar sagen, wer einen neuen Volvo kauft, der verzichtet auf die Freiheit. Der hat ein Auto, ich glaube, die sind bei 180 abgeregelt alle. Ja. Volvo hat ein Auto, das von vornherein sagt, scheißegal, wie viel Leistung dein Auto hat, ob die Strecke frei ist, ob du das Gefühl hast, du kannst schnell fahren. Wenn du ein Volvo fährst, fährst du nicht mehr schneller als 180. Kann man heute schon machen. Warum fahren denn nicht alle grünen Volvo? Ja, kann man ja mal fragen. Warum gibt es denn Leute, die andere Autos fahren? Wenn die Freiheitsfanatiker die Einschränkungsfanatiker das alle so gut finden, können sie heute Morgen alle Volvo kaufen. Schon drin. Volvo könnte ja übrigens auch 120 machen, ja? Oder 90. Ja? Machen wir doch 90. Ja? Kann doch irgendein Hersteller kommen und 90 angeben. Da können wir ja mal gucken. Da möchte ich aber sehen, dass alle, die das fordern, nur noch diese Autos fahren. Ja? Und zwar immer. Auch als Dienstwagen übrigens und als Polizeiauto in den jeweiligen Ländern, wo die Regierungen gelten. Ne? Können wir ja gleich mal machen. Interessant ist, dass hinter Volvo auch China steckt, ein chinesischer Großkonzern, ja. Geely, der Volvo aufgekauft hat. Die nächste Frage noch. Sehen Sie bei der passiven Sicherheit eigentlich noch Potenzial für größere Technologiesprünge? Und falls ja, wie könnten die aussehen? Also wir sind ja hier nicht eine rein technische Diskussion, wir sind in die Politik abgedriftet. Und ja, ich sehe tatsächlich gesetzgeberisch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir nehmen gewisse Tests in das Thema Zulassung auf. Und da bin ich vor allen Dingen besonders kritisch bei dem Thema Elektromobilität. Ich möchte ganz gerne, dass auch zukünftig nicht Menschen in Elektroautos verbrennen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man das nicht nur mit den normalen Geschwindigkeiten aufnehmen muss, sondern man muss auch sicherstellen, wenn der vor mir vielleicht nicht überlebt hat, weil er zu schnell ist, dann möchte ich trotzdem nicht verbrennen in meinem Auto, nur weil der einen Unfall verursacht hat. Das heißt also, juristisch bin ich der Meinung, wir müssen hier auch den Standard-Tests erhöhen für das Thema Fahrzeugsicherheit bei Elektromobilität. Ja, da sehe ich noch Entwicklungsbedarf. Bitte die nächste. So, wir haben noch eine Frage, nämlich können Sie noch etwas zu den moralischen Problemen beim autonomen Fahren Level 5 sagen? Stichwort Algorithmus des Todes. Ah ja, das ist diese Diskussion. Das ist übrigens unter Ingenieuren, die solche Systeme entwickeln, eine beliebte Diskussion. Ja. Das Auto stellt fest, ich kann nicht den Kinderwagen, ich kann den Unfall nicht mehr vermeiden. Fahre ich den Kinderwagen um oder fahre ich die alte Dame um? Das ist diese Gewissensentscheidung, vor die man immer gestellt wird. Ganz ehrlich, in dem Moment, wo ein Fahrer die beiden Möglichkeiten schon in Kauf nimmt, hat er sich schon entschieden, wenn er darüber nachdenkt. Und nein, ich glaube, dass der Gesetzgeber da sicherlich irgendwann mal eine moralische Entscheidung treffen muss, wie das auszusehen hat. Und dafür gibt es ja so schöne Ethikkommissionen, ja, die sich darüber Gedanken machen können. Und das ist meiner Ansicht nach aber eine rein akademische Frage. Den Fall wird es so gut wie nie geben. Vor allem, es kommt darauf an, vorher den Fall schon zu vermeiden. Genau. Also, dass man nicht in diese Zwickmühle kommt. Haben wir dann noch eine Frage? Wir haben keine Frage. Okay, ja. Dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuschauen, für Ihr Interesse, für Ihre Fragen und wo geht's hin? Wie fahren wir übermorgen Auto? Ja, wenn es nach mir und der AfD gibt, dann gibt es auch zukünftig immer noch die Möglichkeit, frei und individuell den Kurs zu fahren und auch auf Autobahn wird es kein Tempolimit geben. Die Systeme werden alle als Option angeboten, aber sie werden nie verpflichtend sein. Sie werden nie verpflichtend sein. Das Kreuzchen bei der Partei der Freiheit. Sage ich nochmal. Vielen Dank und guten Abend. Guten Abend.